So, wir befinden uns jetzt hier bei unserem neuen Privatfall. Eine ältere Dame hat mich angesprochen und hat uns gebeten, hierher zu kommen, weil sie sich hier nicht wohlfühlt. Sie hört Schritte, Geräusche, Stimmen hat sie schon gehört. Die eine Tür, die hier links von uns ist, soll sich von alleine schließen. Also wenn sie morgens aufsteht, dann ist öfters ist die Tür zu, obwohl sie hier alleine wohnt. Und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal der Dame zu helfen. Und wir versuchen rauszufinden, was sich hier in dem Haus befindet. Kevin ist heute dabei. Wir sind, Hallo. Entschuldige, hab ich drüber gesprochen, alles nicht Alles schlimm. gut. Wir sind heute nur zu zweit. Und wie gesagt, wir werden das heute auch zu zweit durchziehen. Und versuchen, so gut wie möglich der Dame dann eine Erklärung zu geben, was sich hier befindet, ob es böse ist oder ob es friedlich ist. So, vorweg möchten wir uns erstmal gerne vorstellen. Mein Name ist Pedro. Mein Name ist Kevin. Wir würden gerne wissen, wer sich hier in diesem Haus befindet. Vielleicht können Sie uns irgendwie ein Zeichen geben, damit wir wissen, dass Sie da sind. Sie können sich auch gerne hier zu uns setzen. Hier rechts von uns. Wir haben hier ein Gerät auf dem Tisch, die Sie berühren können, damit wir wissen, dass Sie unter uns sind. Sie können hier so eine Kugel berühren. Die leuchtet dann. Ich habe momentan so Probleme mit diesen Kugeln. Batterie, also. Nee, das sind die neuen Kugeln und diese Switch. Ich habe auch noch meine, wenn deine mal alle sind. Ich habe noch neue. Das sind diese neuen Switch. Was du jetzt mit der Bälle? So, das mit dem Flux 2, das war ich, weil ich da vorbeigegangen bin. Stören wir hier irgendjemanden? Wenn wir wieder gehen? Haben Sie ein Problem, dass dieses Haus neu bewohnt wurde? Oder diese Wohnung? Sobald Sie irgendwas berühren, dann wissen wir, dass Sie mit Ja antworten. Möchten Sie denn uns etwas mitteilen?
Sind Sie denn alleine hier in dem Haus? Hier spüre ich irgendwie. Hier spüre ich irgendwie, als wenn ruhig ist, also ja. Tot. Ja. Ein Gefühl. Haben Sie ein Problem, dass wir hier sind? Man spürt so eine ruhige Atmosphäre, ne? Wie Hypnose fast. Chillig. Ist es möglich, dass Sie uns irgendwie ein Zeichen geben können? Was? Hast du es gehört? Ja. Okay, man hört zwar die Uhr, aber da war eben gerade noch irgendetwas. Okay. Wie so ein, weiß nicht, so ein Blubbern oder sowas, sowas, so ein komisches Geräusch. Blubbern, okay. Ja. Wie von so einer Wasserpfeife oder was? Sowas wie nicht, ja. Okay, die Stimmen, die wir jetzt momentan hören, kommen gerade Leute da auf dem, die stufen die Treppen hoch. Kommen Sie ruhig zu uns. Wir tun Ihnen nichts. Wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Sie müssen nicht stehen, Sie können sich auch hinsetzen. Ich kann ruhig auf den Kugeln, das ist nicht schlimm. Ist hier vielleicht jemand anwesend, der mir privat zu Hause nachts auf den Senkel geht, weil ich da auch schon weil ich da auch schon mehrere Vorfälle erlebt habe in den letzten Tagen. Du wirst verfolgt. Ja, das ist enorm, das braucht eine enorme Kraft, wenn du irgendwelche Deckel runterruppen willst, die du eigentlich so nicht zur Seite bewegen könntest, sondern ja, von oben anheben müsstest, dass dann runterfällt, fast auf dich drauf. Ja, so ein Pokaldeckel, ne? Ja, das ist schon harter Tobak. Ich bin aus dem Bett geflogen. Schreck. Das ist genau das, was auch bei mir zu Hause passiert ist, wo ich im Bett lag und meine Schlafzimmertür von alleine aufgegangen ist, obwohl da keiner war. Also es gibt schon Sachen. Und bei mir zu Hause muss ich auch noch eine PU machen. Mhm. Ja, ich glaube, gerätetechnisch hier habe ich das Gefühl, schwierig. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, wir werden mal. Kann mich auch täuschen. Wir werden mal was anderes ausprobieren. Vielleicht können wir dadurch auch ein Portal öffnen. Mhm. Stille. Nichts los in der geistigen Welt. Das war jetzt eine lange Pause. Hi. Hallo. Hi. Was? So. Ist es möglich, dass Sie uns Ihren Namen verraten können? Könntet ihr unseren Namen nennen? Petro oder Kevin? God
Gott? Haben Sie Lust, sich mit uns zu unterhalten? Ich habe rausgekriegt, dass hier mal eine Dame verstorben ist. Sollen wir schon wieder gehen? Sag ihm, dass sie kommen. Ich hab Ellie verstanden. Ellie. Wie viele befinden sich denn hier mit Ihnen? Könnt ihr uns sehen oder hören? Was hast du gerade nicht gespürt? Was? So ein Beben? Und so, als ob jemand schwer geht. Wie viele sind wir hier, die auf dem Sofa sitzen? Können Sie mir das sagen? Hör zu. Kann das sein? Wir hören ja zu. Wir wollen, dass er unseren Namen nochmal nennt. Kevin Pedro. Stört sie die Dame, die hier wohnt? Hast du es gehört? Knacken. Hm? Von da, ne? Ja. Ja. Das ist ja ein Knacken. Aber es war richtig laut. Könnt ihr das nochmal wiederholen mit dem Knacken? Macht euch nochmal bemerkbar, bitte. Oh.
Können wir Ihnen irgendwie helfen? Wie gesagt, Sie können diese Kugeln ruhig anfassen. Die leuchten. Oder mit irgendeinem Gerät können Sie berühren, damit wir wissen, dass Sie hier mit uns sind. Und dass Sie mit Ja antworten. Das können Sie auch berühren, das tut Ihnen auch nichts. Oh. Erste Kugel. Mhm. Dankeschön. Danke für die Rückmeldung. Sie können nochmal mit, wenn ich wieder die Frage stellen und Sie möchten mit Ja antworten, dann können Sie genau das machen. Die Kugel berühren oder ein anderes Gerät. Sollen wir gehen und Sie in Ruhe lassen? Oder benötigen Sie Hilfe? Oder alternativ sind wir willkommen und Sie freuen sich über unsere Anwesenheit. Dann bitte auch nochmal den Ball berühren. Sind Sie denn krank? Haben Sie uns vielleicht irgendwas noch zu sagen? Können Sie sich da hinten auf den Kissen legen? Sie können sich einen aussuchen, links oder rechts. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben, die Geräte tun Ihnen wirklich nichts. Das haben Sie schon gesehen, weil Sie schon die Kugel berührt haben. Sind hier denn Kinder anwesend? Mögen Sie Gott? Oder haben Sie sich die Bibel schon mal durchgelesen? Sie hatten gerade so schön mit uns kommuniziert. Sind Sie denn noch da? Dur.
Ist hier jemand bei uns? Hallo? Haben Sie ihm den Ball berührt hier? Sind Sie denn noch da? Jetzt? Sind Sie jetzt hier mit uns? Können Sie uns jetzt dann ein Zeichen geben? Was war das? Ich glaube, ich habe meinen Namen gehört. Pedro, ja? Ja, aber ganz leise. Können Sie unseren Namen nochmal nennen? Kevin oder Pedro? Zweimal ja. Nacheinander. Fuck, fuck. Sitzen Sie vor und Sie auf dem Bett. Können Sie uns denn Ihren Namen verraten? Vielleicht können Sie durch dieses Gerät uns Ihren Namen verraten. Lesen Sie aus der Bibel. Stört es Sie, dass dieses Zimmer umgebaut wurde? Soll ich mich mal neben das Bett stellen? Soll ich mich neben das Bett hinknien? Ja. Ja. Na dann ran. So, ich bin jetzt hier neben dem Bett. So. Können wir Ihnen jetzt irgendwie helfen? Wollen Sie irgendwie aus dem Bett steigen? Was? Kennen Sie das Vaterunser? Wollen wir das mal zusammen beten? Wie gesagt, Sie können hier alle Geräte anfassen, alle Kugeln. Die leuchten alle.
Ciao. Ich stelle uns noch mal vor. Mein Name ist Pedro. Mein Name ist Kevin. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihren Namen verraten können oder wissen können, weil damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Damit wir da auch mit dem Namen ansprechen können. Ich glaube, es tut nichts mehr. Es war kurz da und dann war es wieder weg. Ja. Na gut, dann werden wir sie jetzt in Ruhe lassen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Dann sagen wir nochmal ciao. Tschüss. Können Sie auch nochmal tschüss sagen? Was ist hier? Hallo. Hallo. Also wir wissen, dass es eine Frau, dass sie eine Frau sind. Dann werden wir jetzt gehen. Immer. Was ist immer? Werden Sie immer alleine gelassen? Wow. Himmel. Himmel oder Hölle? Okay. Der Rempert hat ausgeschlagen. Ja. Dankeschön. Tschüss. Also, möchten Sie nicht, dass wir gehen? Sollen wir noch bleiben? Ja. Das. Nur damit ihr sehen könnt, dass wir das nicht waren. Das bin ich nicht. Man muss erst hier ganz nah dran gehen, damit der angeht. Also wenn ich hier stehe. Oder wenn ich so mache. Nee. Es funktioniert nur, wenn du hier nah dran gehst. Ja. Siehst du? Mhm. Du sitzt jetzt auf dem Bett. Dann sitzen sie da auf dem Bett. Also wir freuen uns, dass sie uns das Zeichen gegeben haben, dass sie noch da sind. Aber wir werden trotzdem von uns aus sie jetzt in Ruhe lassen und sie ausruhen lassen. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Wir haben heute nicht allzu viel gehabt, aber was mein Eindruck war in der Stube, ich hatte so ein erdrückendes Gefühl,
so eine Abgeschlagenheit. Also hätte ich mich da noch eine halbe Stunde länger aufgehalten, dann wäre ich weggenickt und hätte einschlafen können. Also gerätemäßig hatten wir nur in dem Schlafzimmer was gehabt. Ganz zum Schluss ging mal der REM-Pod an. Aber sonst im Wohnzimmer haben wir nicht viel gehabt. Deadwave haben wir auch einige gute Sachen gehabt. Knacken haben wir gehört in dem an, wo wir in der Stube saßen. Ja, aber also, der war richtig laut. So hier, wo wir jetzt stehen, ja. Aus der Richtung. Ne? Und wir können der Dame sagen, dass sie beruhigt sein kann, dass da halt... Ist wahrscheinlich nichts Böses vorhanden. Nichts Böses, genau, genau. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden bald wieder unterwegs sein. Kein Privatfall, sondern wieder eine richtige PU. Und Platz verrate ich noch nicht. Soll eine Überraschung sein. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.